Was geht ab, Leute? Mein Name ist Movix und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video. Heute wieder ein LPU und zwar habe ich mir ein paar Klamotten von der aktuellsten Kollektion von Illicit Block bestellt. Und das stand jetzt Illicit Block, die vielleicht beste Streetwear-Marke in diesem kompletten Game ist. Das ist schon eine sehr harte oder eine sehr mutige Aussage. Ich bin aber der Meinung, dass die Klamotten, die die Jungs raushauen, das bestätigen. Also lasst uns nicht viel Zeit verlieren. Ich zeige euch die 5 Pieces, die ich bestellt habe. Und den Anfang machen wir natürlich mit einem T-Shirt. Die Leute, die diesen Channel schon länger verfolgt haben oder die ab und zu mal ein T-Shirt-Video gesehen haben, die besten T-Shirts, die werden Illicit Block kennen. Und die werden wissen, dass diese Marke angefangen hat, bekannt zu werden durch ihre T-Shirts, waren ihre Zeit definitiv schon voraus, indem sie einen leichten Crop-Fit hatten, schon vor 3 Jahren, indem sie einen engen Kragen hatten, trotzdem schön breit und lange Ärmel und das Ganze noch mit einem 300 GSM-Stoff, der wirklich super hochwertig ist und der in UK produziert ist. Damals hatte die Marke 15.000 Follower auf Instagram. Mittlerweile sind die, glaube ich, bei 50.000 oder so. Ich weiß nicht genau, ich blende es ein. Das heißt, die sind definitiv bekannter geworden, sind gewachsen. Und was ich liebe, ist, dass die einfach trotzdem ihrer wahren DNA, gerade was T-Shirts betrifft, einfach treu geblieben. Wir haben also nach wie vor 300 GSM, wir haben nach wie vor einen unfassbar guten Stoff, der eher auf der etwas härteren Seite ist, sich aber super gut anfühlt. Und das trifft jetzt natürlich auf alle T-Shirts aus der Kollektion zu. Ich zeige jetzt das hier quasi nur repräsentativ für alle T-Shirts, weil es gibt verschiedene Designs, schaut euch einfach auf der Website an, das wird eh immer alles unten verlinkt sein. Und zwar haben wir ein komplett weißes T-Shirt mit einem grünen Print, Illicit Block Countryman. Und auf der Rückseite haben wir einen großen Backprint, der so eine relativ vintage Duffelbag darstellen soll. Natürlich Illicit Block gebrandet und unten noch ein paar Schriftzüge Illicit Block Countryman, das ist, glaube ich, auch der Name der Kollektion. Was ich gut finde an dem T-Shirt ist, dass wir als Neuerung komplett alle Nähte in so einem Inside-Out-Look haben. Ich glaube, man nennt es auch Top-Stitch, das heißt, du siehst von außen quasi die Nahtstruktur und so sieht die Naht von innen aus, also so kennt man das eigentlich bei T-Shirts, aber wie gesagt, die haben diesen Top-Stitch auch über das komplette T-Shirt verteilt hier benutzt, sogar an den Ärmeln und sogar am Saum unten. Ist ein ganz interessanter Touch, gibt dem T-Shirt auf jeden Fall einen etwas besondereren Look. Ich finde es aber noch viel auffälliger bei den T-Shirts, die nicht weiß sind. Ich habe jetzt hier eins von diesen Blank-T-Shirts in diesem unfassbar nicen Washed-Blau. Und hier, finde ich, kommt das Top-Stitching nochmal etwas deutlicher und etwas lauter rüber. Nichts Weltbewegendes, aber ich finde, das ist ein super nicer Touch. Ja, und die Passform vom T-Shirt müssen wir uns natürlich auch noch anschauen. Die seht ihr jetzt hier und dann versteht ihr, was ich meine, falls ihr heute zum ersten Mal ein Illicit Block T-Shirt vorgestellt seht, warum ich sage, das sind wahrscheinlich die besten T-Shirts im Game. Und das trifft vor allem dann zu, wenn du eigentlich noch nicht so in diesem Film bist, dass du Crop-T-Shirts tragen willst. Weil das ist ein super moderner Fit, der ist nur leicht cropped geschnitten, trotzdem sehr geiler Oversized-Fit, große Ärmelöffnungen, breiter Body. Es macht einfach in Summe eine super gute Silhouette. Als nächstes komme ich zu einem absoluten Highlight für mich persönlich, weil ich liebe Sweater. Ich weiß, die meisten Menschen lieben Sweater nicht so sehr. Sie sind tendenziell eher so Team Hoodie und das verstehe ich auch, weil ein Hoodie ist einfach nochmal irgendwie cozier. Du hast die Kapuze, du kannst sie überziehen, so. Das ist einfach nochmal halt ein anderer Vibe. Ich persönlich liebe aber Sweater, vor allem, wenn Sweater geil gemacht sind und gut geschnitten sind, weil sie eine sehr, sehr schöne Silhouette dem Outfit geben. Und Illicit Block hat nur einen Sweater bisher rausgebracht. Ich blende euch hier ein Foto ein. Das ist schon 2, ja, vielleicht 3 Jahre her und den fand ich wirklich gut, aber der wurde nie gerestockt. Kam nie in anderen Colorways. Ich glaube einfach, weil sie am Ende des Tages nicht wirklich damit zufrieden waren. Und jetzt ist es passiert. Wir haben neue Sweater. Und Leute, bevor ich überhaupt irgendwas zu dem Stoff sage, bevor ich was zum Design sage, schauen wir uns einfach den Fit an und dann werdet ihr verstehen, warum ich sage, ich bin so happy darüber. Was ist das für ein perfekter Fit von einem Sweater? Boxy geschnitten, wirklich gibt dir eine sehr breite Optik, tiefe Drop Shoulder, sehr, sehr geiler Kragen. Nicht so dieses ich erwürge, aber ich sitze gut, ich sitze eng. Und das in Kombination mit diesem richtig geilen Stoff, zu dem werde ich gleich noch was sagen. Das in Kombination mit dieser tiefen Drop-Shoulder gibt dir eine sehr, sehr nice Silhouette. Also so diese Schulterpartie kommt einfach sehr, sehr gut rüber. Und dann noch einen engen Bund unten, leicht cropped geschnitten, einfach nur perfekt. Für mich ist das, Stand jetzt, der perfekte Sweater. Designtechnisch habt ihr es ja eh schon gesehen. Wir haben hier einen leicht gewaschenen grauen Farbton. Als Kontrast dieses rote Illicit Block hier vorne und hinten auch als Backprint. Das ist übrigens ein Puff-Print. Könnt ihr hier jetzt relativ gut sehen. Das ist wirklich ein sehr, sehr nicer Print. Gut gemacht, super hochwertig, fühlt sich auch wirklich gut an. Aber lasst uns über den Stoff reden, weil Leute, ich habe letztens ein Video gemacht, warum die Illicit Block Hoodies die besten Hoodies auf dem Markt sind, was den Stoff betrifft. Und das hat sich auch für den Sweater natürlich nicht verändert. Wir haben einen diagonalen, relativ loose gestrickten 500 bis 550 GSM French Terry Cotton Stoff. Das ist jetzt ein bisschen fachgesimpel, aber ich werde euch erklären, was es bedeutet. Diese diagonale Struktur ist grundsätzlich selten. Ich persönlich kannte das bisher nur von Palm Angels. Okay, man sieht, dass die Fäden, die verwendet werden, verhältnismäßig wirklich dick sind. Das plus diese loose gestrickte Struktur plus diese schwere Grammatur gibt in Kombination einfach ein Handfeel,
einen Fall und einen Stoff, wo ich der Meinung bin, dass er Stand jetzt unmatched ist. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Brand gibt in dem ganzen Streetwear-Game gerade, die so ein qualitativ hochwertiges Produkt haben. Durch diese dicken Fäden, diese lose Struktur und durch diese Dicke vom Fabric erzielst du nämlich Folgendes. Du hast genau diesen puffigen Effekt, den viele Brands dadurch erzielen, dass die Cotton-Polyester nutzen. Das heißt, du hast das Beste von allen Welten vereint. Du hast ein super cleanes und hochwertiges Produkt. Du hast kein Plastik hier drin. Du hast aber trotzdem diesen aufgepafften, breiten Look, den die Cotton-Polyester-Stoffe letztendlich haben, wenn sie eine gewisse Dicke und Struktur haben. Aber nein, das ist für mich definitiv ein Grund zu sagen, diese Brand ist Elite. Ich habe mir auch noch diesen Hoobie in dieser Lachsfarbe gegönnt, einfach weil ich die Farbe super interessant finde. Vom Artwork und vom Design ist es genau gleich wie das Sweater gerade eben. Wir haben vorne Illicit Block klein, wir haben hinten den Puffprint in weiß drauf, gibt einen sehr schönen Kontrast. Nach wie vor, Hoodies, Illicit Block, beste Hoodies im Game, Punkt. Fabric ist genau der gleiche, den ich gerade beim Sweater vorgestellt habe. Trotzdem der Vollständigkeit halber auch noch hier der Fit. Und das ist übrigens eine Sache, die nicht nur ich behaupte, sondern wirklich all meine Freunde, die auch Content Creator sind. Boah, nicht mal, Alter. Sogar meine Kollegen hier im Office, die keine Content Creator sind und sich wirklich mit Stoffen und so gar nicht wirklich auskennen, haben Illicit Block Sachen und sagen, hey, diese Hoodies sind geisteskrank. Die wissen gar nicht warum, die können es auch nicht formulieren, warum diese Hoodies besser sind als andere oder warum dieses Sweater besser ist als andere, aber die spüren das. Die haben das in der Hand und die checken das instant. Und ich bin der Meinung, jeder von euch, der 100% mehr Ahnung von Fashion hat als die Jungs bei mir hier im Office, die werden, wenn sie diese Produkte bestellen, direkt verstehen, was ich sage. Deswegen will ich gar nicht groß reden. Ich will einfach nur sagen, bestellt die Sachen und checkt das aus, das ist geisteskrank. Zwei Sachen noch zum Abschluss. Zum einen haben wir genau den gleichen Stoff, den wir vom Hoodie haben. Auch als Sweatpant. Und Leute, die Hose ist top-notch. Von der Verarbeitung natürlich, vom Stoff, von der Qualität. Ich liebe auch folgende Details, dass wir hier so Kontrastnähte eingebaut haben auf der Rückseite. Ich hoffe, man kann es hier relativ gut erkennen. Und auch auf der Seite. Es sind keine Kontrastnähte, sondern es ist eigentlich dieses Top-Stitching, was wir gerade vorhin auch bei den T-Shirts gesehen haben. Gibt der Hose einen etwas edleren und ein bisschen so gehobeneren Look, obwohl es eine ganz normale Sweatpants ist. Sogar mit Bund unten. Und das ist mein größtes Problem an dem Produkt. Ich liebe diese Sweatpants, ich liebe diesen Stoff. Ich hasse diesen Bund unten. Das ist für mich leider ein Grund, warum ich es letztendlich wirklich nur zum Chillen anziehe und nicht zum Rausgehen. Aber ich bin der Meinung, wenn du diese Hose noch als Straight Leg hättest mit einem offenen Bund unten, wäre das die perfekte Jogginghose. Und ich finde, Jogginghosen sind eh gerade echt Mangelware. Es gibt keine Marke, die für mich Stand jetzt die perfekte Jogginghose hat. Deswegen auch noch vollständigkeitshalber hier die Passform von der Hose. Aber ich hoffe so sehr, dass diese Hose als Straight Leg kommt. Mit einem Open, ohne diesen Gummisaum hier unten, dass die einfach geil auf den Sneakers deckt. Lass einfach die Daumen drücken, dass es kommt. Ja, und zum Abschluss natürlich noch eine Sache. Ich glaube, das ist wahrscheinlich in dem ganzen Video schon aufgefallen. Ich habe mir eine Cap bestellt. Und das ist witzig, weil ich bin eigentlich absolut nicht der Cap-Typ. Ich bin wirklich absolut nicht der Cap-Typ. Aber diese Cap hat es mir so krank angetan, dass ich sie gefühlt jeden Tag trage. Bruder, ich mache nicht mal mehr meine Haare. Normalerweise habe ich ja Braids oder Cornrows. Bruder, juckt mich gar nicht mehr. Ich will einfach diese Cap anziehen, Bruder, und ich bin happy. Und ja, ich glaube, viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Es ist einfach eine ultra nice Cap. Es gibt verschiedene Caps in verschiedenen Farben und in verschiedenen Designs. Deswegen auch hier alles unten verlinkt. Checkt das ab. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mubix. Ciao.